Es geht ja schon los! Oh Gott! Warum sagst du? Ich finde Dings urlustig gerade. Diese ganze ABK-Scheiße und Oppo Red und so. Ja. Dass die gerade mit Adana abhängen. Hast du das, ey, Bruder, hast du das eine Video gesehen? Mach mal Start, Mann. Ja. Das eine Video von diesem YouTuber, der angeblich behauptet, dass Oppo Red ihn voll ausgenutzt hat. Ja, ja, das Video habe ich gesehen. Hast du das gesehen? Ich war ja eigentlich gar nicht einmal da. Alter, Bro, willst du mich verarschen? Schau mal, wie gut die sind. Welche Schwierigkeit wir haben? Schwach, extrem. Digga, die sind da hochgerannt, Digga. Ja, tatsächlich habe ich das, ich habe das nachgesehen. Ich war in der Woche nicht da. Da habe ich das Video habe ich gesehen. Die waren zuerst, haben die ein Statement zu Ron gemacht, gell? Also das Video kam ja zuerst aus so ein Statement zu Ron. Dass sie halt so quasi so prankmäßig sagen, hahaha, wir können dich verstehen und so. Ja. Aber das sind halt Geringverdiener. Und dann irgendwie wollten die das auflösen und haben das dann doch nicht aufgelöst, gell? Genau, und dann ja. Dann hat er so ein Statement dazu gemacht und hat dann halt so gelabert so, jo, ich war dann halt dort, er hat mich ausgenutzt. Wir haben dann die Quests gemacht. Ja, ja. Alter, nice. Hast du nicht, aber das neue Video von ApoRed, das heißt auch so, ich bin mit ABK Quests erledigen in Wuppertal und dann und unten dann in den Kommentaren so, es wurden sehr viele Quests erledigt mit dieser komische Smiley mit diesem Wellenscheiß. Ja. Der raffinierte Smiley, so wie ich ihn nenne. Den musst du dann einblenden, genau jetzt. Genau jetzt, ja, ich habe keine Ahnung, welchen Smiley du meinst, aber ja. Was ist der raffinierte Smiley? Den da. Der raffinierte Smiley, der. Ah. Weißt du, okay, ja. Warte, wir müssen irgendwas auch mit Domtendo-Entführung und sowas einbauen. Nee, Domtendo-Entführung hatten wir schon. Ja, ja, genau, das hatten wir ja schon. Aber wir haben ihn nochmal entführt, gell? Domtendo hilft uns beim Quest erledigen für ApoRed oder so. Alter, schau, wie scheiße das ausschaut, schau, wie Donkey Kong ausschaut. Wie so ein PEZ-Spender. Aber so sah das wirklich aus damals, gell? Das war halt so ein Low-Poly-Kopf, Alter, und die sind dann einfach so draußen. Das finde ich voll nice. Das ist eh gut. Nee, der kostet im Laden 3 Münzen. Mann. Ach komm, Digga. Ciao, haha, ich kriege die 10 zurück. Bam, Junge. Hops genommen, gell? Ja, genau. Ja, schau, pass auf, lass ihm mal seinen kleinen Win. So ein richtiger Kleinkrimineller, Alter, ohne Spaß. So ein Kleinkrimineller. Ja, Mann, Alter, im Laden kostet nur 3, ich gebe dir für 15. Lass in die Slots gehen. Lass in die Slots gehen. Ja, Mario Party 7 Slots, Alter. So Mario Game wäre so geil, mit so ein Glücksspiel Mario Game und dann, wenn 3 Sterne kommen, dann ist es einfach so. Let's go. Scheiße, nein, ich bin Idiot, Alter. Ich habe nicht genug Münzen. Ach. Jetzt hast du genug, gell? Ja, jetzt habe ich genug. Warum bist denn du immer der Typ, der 1 vs. 3? Ja, keine Ahnung. Das Game hasst mich. Was ist denn da der Purpose? Du darfst ja nicht sterben. Aber wir müssen dafür sorgen, dass du stirbst. Ja, genau. Digga, das ist so scheiße. Digga, ich glaube, Donkey Kong will Schläge. Er hat den Bad Fragrance gegeben. Oh, ja, klar. Digga, gibt's nicht irgendwie so ein Item, wo man Sterne stehlen kann, oder? Ja, Buhu. Let's go, Alter. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir grinden rein. Wie viel Bad Luck kann man haben? Du willst oh, okay. Sterne. Gib Bowser 10 Münzen. Ja, okay. Das geht noch. Ja, der hätte ich so oder so verloren. Weil also. Pro Feld, wo du gut bist, kriegst du 3. Das heißt, du hast im besten Fall auch noch genug Münzen. Ja, sowieso. Okay. Alter, in der Luft. Was ist denn das denn? Alter. Wir haben gewonnen. Und Donkey Kong gewinnt natürlich, Digga. Ohne Spaß, Mann. Ja, wir sind eh in dem Team aus. Also let's go. Was krieg ich? Eine Goldröhre. Nice. Das ist nicht so nice. Ja, das ist mega nice. Ja, dann hol dir den Stern, Alter. Ja, mal schauen, was passiert. Ich call hier gleich irgendwie voll fake Szenarios, ja. Ah, ich kann nur Pech würfeln. Geil. Ja, der Donkey Kong hat das auf dich eingesetzt, gell? Okay. Er hat den Bad Fragrance gegeben. Unglaublich! Ich hab Luigi überholt, Alter. Schau, ich würde Donkey Kong jetzt so wegracken, Alter. Das, ja, kennt uns, Alter. A few moments later. Yeah! Ich bin der Superstar, ja. Easy win! Viel zu easy. Alter, um 3 Münzen hast du gewonnen. Du bist zu deppert, Digga. Das erste nennt man Skill, Jungs. Also ganz ehrlich. Ja gut, dann schaut beim nächsten Mal auf dem besten Kanal auf YouTube. Lasst ein Like und ein Abo da. Damit können Krebs geheilt werden. Ja, auf jeden Fall. Und ihr werdet reich. Ja, ihr werdet reich. Fangt mit Glücksspielen an. Ja. Außerdem, falls ihr alle reich werden wollt, dann abonniert. Vergiss das nicht. Verinnerlicht das auf dem besten Kanal auf YouTube. Ja. Und schaltet beim nächsten Mal an, werden wir euch unsere dritte Domtendo-Story erzählen sollen. Oh ja, die wird crazy. Ja. Die wird super crazy, auf jeden Fall. Also ja. Mmh.
Währenddessen mache ich hier ein bisschen kommentiertes Gameplay. Also wir sehen, wie der Josh über den Zeiger springt wie ein Profi. Aber Luigi konnte das mit einem weiteren Sprung. Es ist so verrückt, dieses ganze Gameplay. Die Zeiger werden schneller und schneller. Die Konzentration lässt immer weiter nach. Easy Game, würde jetzt manche Leute hier behaupten. Scheiß Luigi, Alter.